Hi Leute, herzlich willkommen auf TZ Venlo. Freunde der Sonne, wir sind heute auf dem E-Racer Event, You Road to Victory. Wir haben gerade unsere Trikots bekommen, wir wussten es gerade. Venlo Racing. Wir sind Venlo Racing. Ja, super Name auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das Gute ist, Jungs, wir haben da hinten, machen das heute in unserer Garage. Ne? Also, da stehen auch unsere Autos so ein bisschen. Ja, schön wäre es, wenn es unsere wäre. Welcher ist deiner, Timo? Meiner wäre hier vorne, der GT2. Ich glaube, sag mal ehrlich, wäre der eher Porsche? Oder wäre der eher Ferrari? Ich glaube, ich wäre beim Ferrari eher. Hier ist auch noch ein Mann, der Ahnung hat von Autos. Ada. Ada. Und von Fitness hat der Mann Ahnung. Er macht uns halt ein bisschen fit. Porsche oder was? Porsche. Ja, Porsche natürlich. Porsche 911. Der Mann Tom hat Ahnung. Simao ist beim Ferrari. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ada macht heute auch noch ein bisschen. Aber den Oberarm würde ich auch aus dem Ferrari-Legacy sehen, sage ich dir ganz ehrlich. Okay, wir testen später Adas Arm aus den Autos. Ja. Wie es einfach aussieht. Das Eigentliche, was wir heute machen, Jungs, you versus you. Timo gegen Ada ist heute, ne? Wir gehen ins Schwimmen ein bisschen. Oder was macht der alles? Der ist draußen im Fluss, aber genau. Nee, Ada ist heute auch wirklich dabei. Ada macht heute die Kandidaten. Wir sind ja hier, Your Road to Victory. Sim Racing, heute wird sehr interessant, weil heute wird gecastet für das Finale am 2.12. in Köln. War es Köln? Köln. Kennst du aus. Und Ada macht, testet natürlich auch die Fahrer, ne? Ob Genickmuskeln da sind. Wir haben schon gesagt, weil wir werden gleich zugeteilt, unsere Teams. Ne? Es gibt vier Teams. Wir sind Team-Captain von Team 3, Venlo Racing. Und haben wir gesagt, Ada, vielleicht da ein bisschen langsamer machen. Also, weißt du, andere Teams so ein bisschen Schultern und so, dass die Spieler nicht mal richtig so schwere Arme den Lenkrad halten können. Schwere Arme. Das ist so unser Plan. Aber ja, wir sind gespannt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool hier. Ne? Das ist gut, geil aufgezogen. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, die Location. Und wenn mit den Autos hätte ich niemals erwartet, dass es so ist. Nee. Das ist voll geil. Aber sag ehrlich, welchen würdest du nehmen jetzt? Sag dir nicht ehrlich, da hinten der Porsche Cabrio 911er, glaube ich, ist das. 911er Turbo S. Ah, der lächelt mich an. Ganz klassisch, komplett schwarz Prägung. Das sind halt schon so ein paar Bretter, ne? Ja, hast du das nicht verhandelt? Hast du nicht verhandelt? Also wir kriegen heute einen. Die Gage. Habt ihr euch schon einen ausgesucht, Männer? Ja. Da können wir den Experte fragen. Ferrari oder Porsche? Für mich immer Porsche. Simon, du bist der Einzige immer. Mit Ferrari. Sofort. Investmentmäßig ist Ferrari noch ein bisschen besser. So, ich denke an die Investments. Mehr, aber Fahrspaß für mich immer Porsche. Immer 11er Turbo S, ne? Turbo S oder hier noch besser GT2 S. Den musst du dir ziehen, Junge. Das ist das geilste Auto. Was kostet das der so? Das 469, weiß ich zufällig, weil ich auch eben nachgefragt habe. 469.000. Ja. Aber der ist mir schon zu, das ist schon zu rennmäßig. Eine halbe Mille. Schon krank. Nichts besser als Turbo S. Wie gesagt, wir haben verhandelt, wir dürfen uns heute eine aussuchen. Ich hoffe, ihr auch alle, oder? Einen aussuchen? Jeder darf einen mitnehmen am Ende. Geil. Bei mir, ich krieg nur zwei Eiweißriegel. Ja, Freunde, ihr seht jetzt hier Spaß auf jeden Fall. So, Jungs, so sieht das Ganze hinter den Kulissen also, aus. Also, die Dinger sehen ja wirklich geisteskrank aus, aber Ada hat genau dasselbe Problem, was ich auch habe. Ich hab Trauma davon. Ich hab noch nie in meinem Leben in 5 Minuten so viel geschwitzt wie hier. Ich dachte, ich hab die ganze Zeit Bomben bekommen, nichts drin. Wahrscheinlich schon nie so geschwitzt, wie bei deinem ganzen Sport dann da 800 Kilometer laufst, aber da, das ist zu krass, ne? Das ist wirklich krass. Vor allen Dingen, wenn die Dinger sich ja noch so bewegen, ja, und alles drum und dran, aber ich glaube, das ist hier zumindest halt mit VR-Brille. Doch, alle. Auch. Doch, ist auch vorne. Alle, hier. Oder? Ja, ist schon. Wir haben es gerade eben gesagt, alle Teilnehmer fahren mit Brille. Das ist ein Wirt, das Ding. Man muss sich dran gewöhnen. Ich übernehme das für Tizi. Ja, mach das. Ich habe meinen Personal Coach dahinter wieder am Start. Das ist der Mann kann ich schon einweisen. Ich muss mich verkabeln lassen. Ja, okay. Ja, geht was. So, Jungs, der Albtraum von Timao ist eingetreten. Er hat eine Funkstrecke anbekommen, kann sie nicht muten und er wird den ganzen Tag aufgenommen. Man kann das wirklich sein, wenn er nicht muten kann? Schön mittags nach der Scheißerei. Die Leute hören dann nur noch so Blumen die ganze Zeit. Ganz ehrlich, die arme Leute, die das dann später schneiden, hocken da und du hörst nur noch so in der Audiowelle. Und soll ich euch mal sagen, ich hatte heute noch keinen Kaffee. Ja, schon. Ich gehe jetzt gleich in die Küche und hole Käffchen. Trinkst du noch einen Kaffee, Ada? Ja. Egal. Mag einen doppelten Espresso morgens. Gut. Wenn dann, wenn überhaupt. Ja. Also sehr selten. Vom Training so als Boost, aber wenn ich mittags Kaffee, ich kann abends nicht schlafen. Was? Also jetzt, ich lieg dann so wie im Brett. Aber gut, Kaffee ist ja nicht verwerflich jetzt für Sport, oder? Nee, ist gut. Kannst du machen. Kannst du machen, ne? Schwarzer Kaffee oder Cappuccino? Nee, Kaffeemilch. Kaffeemilch. Ein kleines Stück Zucker, okay, das ist nicht so gut für Sport, okay. Aber ein kleines Stück Zucker ist erlaubt. Okay. Siehst du, Kaffee ist gut für Sport. Wenn du viel Kaffee trinkst, dann kriegst du so Muskeln. Es ist gesund, dass der 5
Tassen am Tag? Ich trinke keine 5 Tassen, was labert der? Ich trinke keine. Aber trinkt ihr viel Red Bull? Das geht. Ich gar nicht. Ich gar nicht. Du hast gerade eben ich trinke Red Bull. Ja, nein, viel. Ich trinke mal eins alle 100 Jahre. Du trinkst schon mehr Red Bull. Eins alle 100 Jahre, stimmt das? Er hat gerade eben eins getrunken. Ja, jetzt überleg mal zurück, ob das 100 Jahre her ist. Ja, ich trinke wirklich selten. Du trinkst schon mehr. Du trinkst schon mehr. Warum? Du bist ja wirklich Red Bull-Liebhaber. Nein, wie lange ich schon kann. Früher, als du auf die Arbeit gefahren bist. Da früher hast du die Tür aufgemacht, ist rausgefallen. Aber schön im Mar. Lassen wir sie rauskommen, die 16 Qualifikanten für dieses Bootcamp. Das ist Team 1. Kommt zu mir, das ist der liebe Angelo, Patrick, Dani Alves, mein persönlicher Lieblingsname, und Paul Sticher. Ciao, Mama, Anfang wieder. Lieben Fußball, lieben den FCK, aber ihr Herz schlägt genauso für Motorsport. Ihr wisst, was kommt. Timo und Simon, eure Team-Captains, die Teasies! Maschine, da sind sie. Ja, komm an meine starke linke Seite hier. Männer, seid ihr zufrieden mit eurem Team? So rein optisch. Natürlich. Ein optisch, eine Eins. Naja, ne? Das ist Team Nummer 3 von den Teasies Wendel Racing. Viel Erfolg! Mal, Freunde, ne? Unser Team wurde gerade zugelost, die zeigen wir euch gleich mal. Und guckt mal, wo die da rumlaufen. Ne? Guckt euch mal an, Ada steht da ganz verloren in den Autos hinten drin, ne? Schlendert da rum. Der hat 900 PS, der. Was, 900? Das ist Brabus. 911er Turbo S Brabus. Ach du Scheiße. Guck dir das an, was ist das? Alter Falter. Junge, was ist denn das hier für eine Garage? Sieht ja aus wie bei mir im Keller. Digga, was, also okay, das ist ein das Brett. Ist geisteskrank. Also da werde ich auch nochmal, also okay, da. Das ist geisteskrank. Ich sag euch ganz. Digga, ich sag euch ganz ehrlich, den würde ich dann auch bevorzugen. Mit Cabrio noch, okay, gut. Ach du Scheiße. Also das Ding würde ich natürlich dann auch. Da gehe ich mit euch, weil auch noch Cabrio, wie geisteskrank ist denn das? Geisteskrank ist denn das? Hier, was ist das? Boah, also an sich geil, aber ich würde da. Ist mir ein bisschen zu. Also ist mir jetzt ein bisschen zu so oldschool so ein bisschen, also, weißt du? So alte Herrenauto. Ja, aber also ich liebe es, ja? Geil schon, klar, aber ich würde eher einen Sportwagen bevorzugen. Vielleicht gibt er den Consoleros den ersten Vorrang, dass die. So, Freunde, ganz, ganz wichtig. Erstmal hier ein Käffchen ziehen, ne? Timau, also ich hab doch alles im Blick hier. Timau, ne, ist hier schon bei unserem Team. Den guten Mann, der zieht sich gerade um. Der zieht gerade die Schwitzerhose an, weil ja, gleich geht's nämlich Sport. In die Simulatoren, Jungs. Nee, er ist Sport. Ey, viel wichtiger, die Champagner. Der Champagner-Schrank ist auf, Alter. Ist doch klar, ne? Ist rüber, ein Robby steht am Champagner-Schrank. Ist doch da. Ich komm gerade vom Essen und geh direkt zum Champagner her. Ja, mach mal einer auf. Das ist sensationell. Robby, den kannst du morgen aufmachen, wenn sich die Jungs hier durchgesetzt haben. Da könnt ihr genau den hier, ne? Genau. Also den, also. Ja. Den Champagner, ja. Spritzen. Das wollte ich sagen. Ja, ja Männers, ne? Wie sieht's denn aus? Ich kann euch kurz vorstellen. Ja, ich mach die Capture, ne? Also, als erstes muss man sagen, die Jungs haben das riesen Vorteil, die haben 2 Team-Captains. Und ich sage euch ehrlich, habt ihr uns gekannt oder über wen habt ihr euch hier registriert? Meinst du, wenn wir als Wunsch-Team ausgewählt haben oder was? Ja. Natürlich die Teasies. Das war gelogen. Du? Ja, von Twitch kennen wir euch natürlich. Ja? Und wen hast du ausgewählt? Ich glaube, das sage ich jetzt mal lieber nicht. Ja, meine ganzen Kollegen zocken FIFA und so. Ich bin dann immer in der Party und die kennen euch und deswegen kenne ich euch. Aber ich hatte Felix von der Laden, also Dena. Gewählt gehabt. Da kommt ein Nicken, das war der zweite. Ich muss auch leider sagen, ich kann euch davon tatsächlich nicht, aber ich muss sagen, ich habe euch gestern Abend gesehen und fand gleich sympathisch. Also. Ah, gut. Alle raus! Wir brauchen ein neues Team! Gut, ich hab's verfolgt, als die aufgerufen haben. So, und euer letzter Team-Captain ist Teasies! Oh. Ich habe auch alles so schämend weggeguckt irgendwo hin. Ne, Jungs. Nein, wisst ihr, wir haben einen Vorteil. Wir sind vielleicht nicht die Besten auf der Strecke, aber wir können andere verunsichern. Wir können Trash-Talk machen. Wir können euch den Rücken geben, den ihr braucht beim Fahren. Kein anderer. Ja. Ganz wichtig. Weißt du, dann mal so zum anderen Team gehe, so ein bisschen Schnipsel mal vorne dran, ja. So ein bisschen nervös. Auch mal einen Stecker ziehen. Auch mal einen Stecker ziehen. So, wenn wir sehen, so alle. Kennst du ja vom Fußball. Ja. Ein bisschen eklig. Dreckig. Trash-Talk, genau. So. Danach gibt man sich wieder die Hand. Ich denke, somit holen wir euch alle 4 ins Finale. Bei Ada trainieren wir jetzt auch Blutgrätschen. Ne? Jetzt wird jemand anderes schneller, kurz so ein bisschen dranrutschen. Und dann brauchen wir noch. Ada!
komm. Den können wir gleich bestechen, dass er euch auch nicht zu hart annimmt. Das ist, so, das ist die erste Maßnahme. Wisst ihr, die wir haben? Ada, ja. Wir haben unsere Jungs gerade gesagt, so, wir sind jetzt auch nicht die besten Rennfahrer. Ja. Aber wir sind dreckig. Ja. Das hier ist pures Protein. Ne? Nimm die Jungs nicht so hart dran gleich beim Training. Haferkraft, Crunch. Voll geil, Protein auch. Denk dran, die anderen Teams fordern, Ada. Fordern, ne? Unsere Teams hier, guck sie dir an, die müssen ein bisschen geschont werden. Wir wollen alle durchbringen. Aber seid ihr fit? Also, ja. Ja. Das war ein guter Witz. Ja. Digga, ich bin der größte Unsympath hier. Ja. Alle sind hier Teamgefühl, ich komme, keiner hat Bock auf mich. Ja. Du hast wirklich so eine richtige schwarze Peter eigentlich. Ich habe auch vorhin schon gehört, netter Ada. Ja. Oh, aber das waren nur die anderen Teams, haben das gesagt. Unser Team halt. So Freunde, unser Team, Wende Racing, ist jetzt am Warmfahren. Ne? Die sind schon gut am Acker. Ich habe auch draußen nochmal mit denen gesprochen, man kann die VR-Brille ausziehen. Wenn's ja, aber ich habe auch mit denen gesprochen, das Problem ist, dass die morgen beim Rennen wahrscheinlich die Brille alle brauchen. Ne? Das ist okay. Wegen Gleichberechtigung. Ne? Und jetzt ist halt die Sache, die haben hier zwei Stück, die haben schon ein bisschen Probleme, ne? Also ne, dieses Motion Sickness. Aber ich glaube, das jetzt ja schon nicht beschwert, die fahren, schlagen sich ganz gut. Aber das ist schon krass, Jungs. Ne? Mal kurz auch hier zu den Jungs. Ich glaube, er vorne, ne, er fährt das sogar professionell. Er ist Platz 90. Das ist Platz 90 der Welt. In diesem iRacing, das ist ja geisteskrank. Ne? Also aber hat halt mit VR-Brillen. Ne? Ja. Das ist ein bisschen. Aber die machen sich mal warm, ne? Hier vorne auch. Für alle, die sich fragen, hey, ja, kommt mir doch bekannt vor. Hier vorne steht auch unser PC, Enforcer X10. Geiles Teil, Freunde. Weil man muss ja schon sagen, die Technik dahinter ist ja schon der Wahnsinn eigentlich. Ne? Die Bewegungen werden direkt von der Strecke hier auf diesen Simracer hier simuliert. Guck mal, wie die Federn hier gehen. Und genau, das ganze Ding macht der Kollege hier. Ja? Der Kollege hier berechnet das Ganze hier, dass das überhaupt möglich ist. Das ist schon krass, ne? Das zu sehen. Vor allem, guckt euch das mal an auch hier. Alles verkabelt, ne? Und da wird geschwitzt. Also auf jeden Fall ein geiles Teil. Wir haben auch unser mit hierher gebracht, oder Zimmer? Das ist unser. Wenn die wüssten, dass wir die später alle einsammeln, ne? Am aber, Sonntag. Aber guck mal, Jungs, hier hinten auch so ein bisschen, ne? So ein bisschen für ja, die Technik-Nerds unter euch. Wie geil sieht denn bitte die Pyramide aus? Das ist schon schick gemacht. Vor allem, was ist denn das hier für eine geile Wasserkühlung? Krass sieht denn das hier aus? Vor allem, wie geil sind denn auch diese Ultra-Curve-Monitore? Jetzt gibt es eine kleine Challenge, das war eigentlich genau meine Challenge. Ne? Ein Pitstop, der PC wird auseinandergebaut und die Jungs hier müssen die Teile wieder zusammenbekommen. Also das müsste ja eigentlich unsere Main-Disziplin sein. Kennt ihr euch aus mit PCs, Jungs? Ja. Kennt ihr euch alle aus? Alle schon mal einen PC zusammengebaut? Natürlich. Ja? Ja. Nein? Nein. Ja, okay, Manas, dann, ja, das kriegen wir hin, das sind wir Experten. Dann ihr beide geht da dran, ihr zwei halt euch ein bisschen zurück, ne? So, Jungs, hier wird sich noch ein bisschen besprochen im Team. Es gab schon die ersten Bepöbelungen aus dem warte, Team hier. Warte. Ja. Matthias? Könntest du jetzt schon mal mit Matthias? Sportklamotten, wenn es jetzt gleich losgeht? Ich brauche keine Sportklamotten, ich bin sportlich. Also ziehst du so durch? Ich bin Sport in Person, hör mal. Ich bin gespannt. Jetzt. Weil ich habe auch gehört, es gibt Einzeltraining. Ada hat gesagt Einzeltraining bei dir. Einzeltraining kriege ich jetzt. Ja. Wo fängt der an, ist die Frage, ne? Bei den Beinen, bei den Armen oder bei den Ohrwäscheln? Ja, das wird spaßig, glaube ich. Männers, denkt dran, Rundezeit immer minus 4 Sekunden. Ne? Wir geben immer 4 Sekunden weniger an. Und vor allem auch nicht der Konkurrenz verraten. Ja, ne, der Konkurrenz, weil ich sag, hier wird viel ausgehorcht. Ne? Wir sagen unsere Rundezeit, wenn ihr eure Rundezeit sagt. Wir fangen an. Okay. Rundenzeit? Nee. Sag's ja. Minus 4 Sekunden. Dann war die wohl nicht so gut. Ne? Meister, sag deine Rundenzeit. 59,8 war es. 59? Genau. 59,8. Ich meine, jetzt hier gerade. Du bist nicht Limerock 8, 59,8, sondern wenn du geflogen bist über die Körper, ist wirklich passiert. Da stand unten 59,8. Ganz groß. Ja, hab ich auch gesehen, kann ich bestätigen. So, jetzt geht weiter, was ist zugefahren? 1,015. 1,015. Niemals. Wir fahren aber nicht. 1,48, das glaube ich. So, Freunde, hier wird sich fit gemacht. Der gute Mann da draußen. Der sieht richtig anstrengend aus. Eieieiei. Wie ist eure Stimmung noch, Jungs? Ganz seid ihr bereit? Ja. Hast du Angst? Hunger ein bisschen. Ja, Hunger, aber Angst vor der Fitness-Challenge da? So ein bisschen nicht? Ich bin ja sportlich genug. Ja, wir haben vorhin schon deinen Rücken fotografiert. Der war da. Deine Handeln, ne? Bitte, gerade kurz. Bisschen Übung machen. Er macht dasselbe Witz wie er. Eine kurze Challenge für unser Team. Und zwar könnt ihr jetzt dieses Auto gewinnen. Das hier ist der Schnick-Schnack-Schnuck-Weltmeister. Dreht einmal gegen ihn an im Schnick-Schnack-Schnuck. Wenn du gewinnst, ist das Auto dir. Du bist bis drei? Bis eins. Schnelle Runde. Dir. Alle Hauptautos dir? Danke. Dir. Digga, was ist denn da los? Nein.
Alles klar, drei Autos war jetzt halt so abgemacht, ne? Das geht ja, doch, ich habe extra dem Team gegönnt. Achso, kriegen jetzt alle ein Auto. Ja, du wusstest aber schon, dass wir das bezahlen müssen, ne? So, Freunde, hier steht jetzt die Pitstop-Challenge an. Die Jungs müssen eine Runde fahren, dann eine Grafikkarte beim PC ausbauen und ihr müsst doch wieder einbauen, oder? Genau, und auch wieder einbauen. Und das entscheidet dann morgen eure Startposition. Ne? Also sehr, sehr wichtig. Wir haben schon ein bisschen spioniert. Grafikkarte an den Ausbauen, das kriegen sie hin. Ich denke, das wird ein guter Startplatz, mein Herz. Ein guter Startplatz. Ansonsten, wir sind über Funk bei euch dabei. Ganz wichtig, wir Funk immer krass sagen, ne? Ganz wichtig. Das sieht wirklich schon so aus, wie einer draus, wo die Zeit ist. Immer am Ende over. Ja. Over ist wichtig. Timo, hörst du mich? Hörst du mich? Over. Ey, bei mir machst du ein das ist mein Over. Aha. Wie meinst du doch? Ja, wenn wir jetzt das nicht schrauben, dann hängt das wahrscheinlich weiter unten und dann kriegen wir es dann einfach rein. Die sind. Natürlich, Fehler können immer passieren. Haben wir auch. Ja, Fehler können immer passieren. Hoffen wir, dass da alles glatt läuft und ich denke, die Jungs machen das. So, auf. Sie haben den Lachs. Sehr schön. Und jetzt die Hand, die Jungs. Schrauben her, Schrauben lösen. Steht Clip. Habt ihr den Clip? Kabel noch abmachen, ne? Vorne. Simbo, guck in die Ecke, kontrollier nochmal. Nee, schon, ja, raus. Ja. Schrauben raus. Das sind zwei Clips, ne? Macht das locker? Raus ist der Schrauben. Bitte? Ne, unten braucht er eigentlich nicht. Ah, die Schrauben ist raus, okay, gut. Weiter, Schrauben rein. Gut, Kiste ist hier. Wer fährt? Wer Fahrrad 2? Sehr gut, siehst du? Ruhig. Kann ich von außen? Nee. Bisschen höher. Ne, du bist noch hier. Gut, die Schraube, ja, vor die Schraube. Vor der Stromkabel noch rein. Pastor, kommt ihr noch mit der Stecker rein? Kannst du vielleicht ein Mühe? Schrauben braucht er, wenn er halt so hinten hoch. Ja, kann er machen, aber. So ein Mühe, dann hat er es. Dann passt auch mit dem Stecker hin. Ja, so passt schon, so lang schon. Kabel, oder? Ja, die Stecker sind so doppelt, ne? Das ist sauschwer. Mach so ein bisschen fester, vielleicht kommt, dann haben wir es so. Absolut nicht. Rot beide? Ja, du brauchst beide. Weg, dann kommen wir gut ran. Du brauchst beide. Kommst du noch dran? Ja, das, der eine ist so ein geteilter Stecker, ne? Das ist echt schwierig. Einer ist drin? Ja, passt beide. Konzentriert, ruhig, nur keine Hektik, keine. Die anderen brauchen auch lang. Ja. Hinten sitzt du, Schraube, Hammer. Muss das. Nee, oder? Muss man wieder drauf, aber die. Das klemmt irgendwie. Ich würde dir gerne helfen, aber ich darf nicht. Kriegst du ihn? Boah, das hängt so brutal. Simbo, praktische Tipp, irgendwas? Ja, er hat einen Fahrrad, aber. Ja, er ist drin. Vorbei, ja, er ist drin. Und weg, und vor. Funktioniert. Jungs und Mädels, wir kriegen hier gerade eine Einweisung. Ne? Also es ist so geisteskrank. Wir haben hier gerade Autos stehen gesehen, wir haben uns verliebt. Ne? Er hat hier komplett den Plan. Ne? Bester Autoverkäufer, wir sind drin. Wir haben einen gekauft. Ach, guckt euch das mal an. Fahrzeugforum Fliegenschuh. Das ist der Sohn. Fliegenschuh, nicht Fliegenschuh. Was habe ich? Fliegenschuh. Was habe ich gesagt? Fliegenschuh. Oh, ja. Aber da gab es schon ja. Also ich habe auch schon Fliegenbusch gehört. Also, yo, es ich habe alles im Griff. Das passt schon. So, jetzt steht gleich Fitnesstest an für, Achtung hier. Venlö. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, Jungs, was war denn los? Ja, sagt der Teammanager, man, oder? Was gelegen hat, ne? Ja, mein Teammanager. Ich sage euch ehrlich, jetzt war Simon nicht da, ich habe technisch nicht so viel Ahnung, ne? War falsche Ansage an euch. Der hätte gleich sagen müssen, raus, anstecken, dann einbauen, ne? Die Übungen werden immer 30 Sekunden absolviert und es ist immer ein fliegender Wechsel. Also ihr macht die 4 Übungen hintereinander, dann habt ihr eine Minute Pause und das 3 Runden lang. Also insgesamt 3 Runden. Also Jungs, Simon hat Handverletzung. Ich wurde vor kurzem an der Hüfte operiert. Geht auch nicht. Aber die Jungs müssen jetzt echt sich durchquälen. Simon macht den Motivator und pusht die Jungs. Komm, Männer, bisschen. Wir sind auch mental bei euch. Zeig mal kurz schnell, erste Übung. Sehr stark, Jungs. Jawohl. Und ohne springen. Gutes
Tempo. Das sieht gut aus. Sehr gut, Männer, sieht gut aus. Und Tempo. Sau stark, Alter. Stark mitgemacht, Junge. Alter, stark. Stark gekämpft, Junge. Sau stark, Mann. Geht noch? Ich kann noch. Der Mann, wir hatten den ein bisschen mehr im Auge. Ja. Und Spaß, sieht fresh aus. Sieht auch fresh aus. Sieht fresh aus. Alle durchgezogen. Er messt seinen Puls, gerade ist er da? Ja, 180 oder so. Denk dran, ich bin Ersthelfer. Alles gut. Jungs, ich sag euch ehrlich, es ist sehr schön, wenn wir nur dabei stehen, ne, und gucken, wie sie ein bisschen. 4, 3, 2. Helfen die Jungs, helfen die Jungs. Ich bin daher getroffen. Ja. Ja, Junge! Oh, Timau! Oh, schön schnappen, Komm, Puls! Geht noch ein bisschen mehr, geht noch mehr! Puls! Komm! Ja, das ist immer das, Männer! Die kennt die Junge! Ich muss dazu sagen, die Challenge, derjenige, der als Team den höchsten Durchschnittspuls hat, gewinnt. Ja? Mann! Die Mauer. Siehst du meinen Job? Ja! Das ist die imaginäre Kraft. Gas! Komm! Komm! Puls! Mehr Puls! Puls! Fahr mal hoch! Fahr hoch! Puls! Komm, Jungs! 4, 3, 2, 1 und stopp! Ich hab's auch schon. Stark! Linken hier in die Tablets, sieht man es halt hier? Oh, ich muss ein bisschen spionieren. Linken hier in die Tablets? Was haben wir hier? Oh, das geht ja gut. 183, 191, 194, wir hatten hier nur 173 gehabt. Das können wir leider aus Datenschutzgründen nicht sagen. Mann, das sieht sehr gut aus, aber einer hatte nur 173 als Puls. Der Rest... Ihr müsst das Ding nach unten investieren nur noch. Ey, ich will wissen... Ja, 185, stark. Hey, komm mal, wie viel gerne. Stark, Männers! 85 ist sehr stark. Haben Sie sehr gut gemacht, Jungs. Durchschnittswert 185, oder? Ich hatte auch locker eben 190 beim Ball hin und her schieben. Ja, auch wirklich gut. Jetzt hat auch dazu gezählt. Du warst ja mit 194. Ich war auch verkabelt. Ja, es tut mir leid, Digga. Anders ging's nicht. Ich konnte nicht mal klar. So, Freunde, der erste Tag neigt sich fast dem Ende hin. Wir müssen da vorne noch so ein paar Aufnahmen machen. Ada klappt hier auch noch ein bisschen rum. Der Stirnbandmann. Was geht nach? Warst du schon im Auto drin, am Spaß? Immer noch nicht. Was? Wir dürfen morgen fahren. Ja. Aber erst ab 10 Uhr. Ab 10 Uhr. Sein Zug geht morgen. Um 10 Uhr geht er hier weg. Ich dachte mir, Digga, ich schwör's dir, wenn das jetzt passiert, dann könnte ich gar nicht mehr. Der Frank hat ihm gesagt, sobald du die Tür rausgehst, gibt er uns die Schlüssel, können wir fahren. Ja. So war das, glaube ich. Unser Team fährt. Ja. Was aber ich sag ehrlich, guck mal kurz, sieht cool aus mit den Farben, so alle Farben. Ja, so geil, ne? Wir können nichts. Ja. Ohne Spaß. Ist echt cool. Sieht cool aus. Ja, ist macht gut. Doch so, auch generell blau. Ja. So, Freunde, wir gucken mal, wir spielen mal ein bisschen Mäuschen da drin. Ne? Unser Team macht sich warm fürs große Rennen morgen. Das ist so ein Simulator, ist eigentlich schon geisteskrank. Ich denke, wir hätten davon zwei. Ja, das war aber wirklich so mit allem drum und dran. Ja, und wir würden so Formel 1 fahren. Tag 2, unser Team ist da. Wir sind drei Teams, und die strotzen vor Selbstbewusstsein, die Jungs. Ja, richtig, richtig gut. So, Jungs, Anmoderation ist rum. Jetzt gibt's erstmal ein schönes Käffchen. Dann wird ein bisschen gefahren. Unser Team ist bereit, fahr ich, ne? Du warst, wir haben gestern zu lang Fußball geguckt. Ja. War ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. So, Freunde, Timau, ich muss den Jungs jetzt zeigen, wie die Strecke funktioniert. Der Mann darf jetzt reinfahren. Unser Mann. Der macht das, der kann das. Ich vertraue ihm. Erstmal die Einführungsrunde. Was sagt er dazu? Wie schaltet er? Macht er gut bis jetzt, oder? Ist noch reifend, ist noch kalt. Ist ja noch nicht verschaltet. Erstmal reinkommen. Also für eine Runde, einen zweiten, für Rennen vielleicht. Kann ich schon voll nehmen? Ja, ne? Ist die Frage. Jetzt wird's peinlich. Ich hab Hey. Jungs, der Mann ist gerade dabei, einen Rundenrekord aufzustellen. So schnell wie keiner. Das war der Malmedy, der ist weggefahren. Timau, du fährst kein Jeep. Das war der Malmedy, der ist weggeplumpert. Das Wichtigste ist, wenn ihr jetzt rausgeht, eine ganz andere Strecke sagen. Eine ganz andere Strecke verwirrt die anderen, ja? So, Freunde, die fahren sich hier gerade ein, ne? Weil gleich steht hier auch noch das große Rennen an. 8 von 16 Teilnehmern qualifizieren sich ja dann fürs große Finale am 2.12.
in Köln. Und ja, die Jungs fahren sich hier ein. Ist schon krank, wie eng die zusammenliegen. Also ich glaube, die Topzeit ist aktuell 1:05.3. Ja. Ist aktuell die Topzeit, die es hier zu schlagen gilt. Und gerade ist eh nur einfahren. Die Qualität ist hoch. Ja, wird auf jeden Fall richtig jetzt schon reingeholt. Da kann man echt noch einiges lernen, wie da hier rumgeschwitzt wird. Das ist schon krass, ne? Wie die Kurven, die Bremspunkte. Felix, das war deine Zeit? Bist du auch schon gefahren? Ja, ich bin 1:05.9 gefahren. Oh, okay, das ist krass. Das ist krass. Matthias war bei 1:07, ne? Ja, ich bei 1:06. Das ist krass. Vielleicht bei 1:16 warst du. Warst du bei 1:06? Nein. Ich glaube, ich auch 1:07. Ich glaube, 1:06.3 oder sowas. Das ist schon also krass. Die Strecke ist tricky, ne? Ja. Also, ob du jetzt im zweiten Gang jetzt zum Beispiel in der Kurve fährst oder im dritten Gang. Beides funktioniert. Er fährt jetzt gerade im zweiten Gang, im dritten. Aber du hast halt immer so Übersteuern beim Runterschalten, ne? Und das musst du gut treffen, genau blippen, also ein bisschen Gas geben dann beim Schalten, damit du das, das hier rausholst. Hier ist voll im Racing-Modus, ne? Das ist keine Hotlap, das ist hier alles. Ja, hier ist wirklich komplett da schon. Simao, wir haben gerade ausgewertet, ne? Unsere Jungs sind sehr gut dabei. Unser Team ist geisteskrank, guck mal. Ja. Hier der Niklas war's, ne? Ja. Der hat eine 1:05.209 beste Zeit. Ja. Er auch aus unserem Team. James. Also hier, ne, auf unserer, genau, James. Ist, sag mal her, 1:05.3. 3:04.4, glaube ich, gell? Ja. Also. Es ist ein bisschen verwirrend, ne? Weil dann ganz hinten im Eck muss auch nochmal gucken. Der Niki ist es dann, so. Ja. Ja, genau. So ist es so. Ganz hinten im Eck. Niki, was hat Niki? Auch gut, 1:05.4. Digga, was fahren die für Geisteskranke? 1:05.4? Der ist auch stark. Ja, aber es wird schon ein bisschen schwieriger. Ja. Ich glaube, so 4 ist so, ich glaube, so ein bisschen, die Spreu trennt sich so alles nach vorne mit. Gut, das hat vorhin der Champ. 4. Ja, auch. Ja, 1:05.4. Ja. Und das war der Champion. Ja, er ist gerade dran, die Bestzeit zu knacken, Jungs. Er ist gerade dran. Und das Wichtigste, er ist Team Venlo Racing. Team Venlo Racing. Venlo auf die 1, oder? So, Freunde, Teambesprechung. Ja, die haben sich jetzt eingefahren, die Jungs. Aber ich muss sagen, bei jedem lief es eigentlich echt gut. Ich meine, klar, ein paar sagen so, es lief nur durchschnittlich. Okay, Niklas hat hier eine aufs Parkett gezaubert. Na, was war die Zeit? 1:05.01, gell? Ja, irgendwie 1:06.9 war es oder so. Ich glaube, Tagesbestzeit auch bis jetzt. Tagesbestzeit. Ja. Aber generell war alles eng. Nur das 1:05.06, gell? Was war deine Zeit? Auch 1:05.06. 1:04, ja. Es ich sag, wir sind gut aufgestellt. Ja. Wir sind einmal blinzeln, ne? Ja, ich sag ja, das sind wirklich im Rennen, werden noch ganz andere Faktoren kommen. Vor allen Dingen, ich sag, bei dir habe ich sogar echt Respekt, weil du ja sonst immer nur Gran Turismo fährst und das ein bisschen unterhalten so, ne? Und eigentlich gar nicht, also iRacing spielst so. Und das sind ja dann doch zwei Welten, so, weißt du? Und dann so eine Zeit aufs Parkett zu legen, auf jeden Fall. Danke. Wir holen sehr starkes Ding, wir werden jetzt wir werden mit den Teams noch ein bisschen reden jetzt, okay? So ein bisschen Trash-Talk, Simbo, machen wir. Das ist gut, wir gehen jetzt ein bisschen. Aber unser Team hat wirklich, super Zeiten gehabt. Wir haben vorne alles gecheckt. Also, das wird was. Ist alles drin, ich sag ehrlich. Muss. Ja. Ich bin im Rennen sowieso immer ein bisschen schneller. Wir gehen auch später, wenn das Rennen so ist. Wäre ja absolute Ruhe. Wir gehen so ein bisschen zu den anderen. Weißt du, klatschen mal eins auf der Rücke. So, hey, gut gemacht. Ne? Warte mal kurz so über die Brille. Oh, sorry, ich wollte die Brille gar nicht runter machen. Oder wollte ich noch getroffen? Also macht euch kein Ding, ihr kommt safe ins Finale. Nein, okay, wir sind fair. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es, Jungs. Ihr seid wirklich gut dabei. Und hier wird gelost. Unser ist direkt Druck gemacht. Ja, sehr gut. So, dann auf der 2. Da werden die Sim-Racers von aus. Die Racer sind ausgelost. Mit der Wendel. Ja. Da steht nur Wendel drauf, hat gar keine andere. Guck mal. Da ist euer ganzes Team drin. Wir hatten Losglück. Unsere zwei Jungs dürfen direkt zuerst. Dann haben wir als zweites den Danny. Ja. Wichtig. Ja. Ja. Ehrlich. Das war Zufall. Und ihm 50 Euro Schein ausgemacht. Nein. Wir haben es tatsächlich sogar gerade auf Video aufgenommen. Die Videodatei haben wir auch. Sehr gut, hast du den Ding hier geholt, ne? Da bist du ja vorhin Topzeit gefahren, da fühlt sich wohl, gell? Ja, der passt. Der passt, ja. Gute Bremsen. Richtig, Meister, du machst das, ne? Du machst das, ich seh dich. Bestzeit. Doch, ich glaube, das ist ein bisschen losgefahren, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht mal, wer ist. Ich weiß auch nicht, wer ist. Gegangen. Keine Ahnung, wer ist. Wer ist denn da schon rutschen? Du hattest doch die Dings, ja, genau. Die... Graham ist noch drin. Ja. Da unten hängt es auch. Da unten hängt es. Ah. Und hat er den stark gemacht. Hat er den stark gemacht, oder? Stark. Aber es ist nicht vorbei. Aber hat er wirklich brutal gut gemacht, ne? Allerhöchstes Niveau. Niklas ist Biest. Es gibt noch ein paar Runden. Ach stimmt, ganz vergessen. Was haben die denn da für ein Battle? Ja, ich weiß, erst in der zweiten richtigen Kurve. Gab's aber einen Dutcher, ne? Jawohl.
Junge, haben die ein Rennen da vorne. Oh, Achtung, wieder drei. Ja, ja, es wieder. Ah, oh, wow. Halt wieder hin. Oha. Also die geben sich doch. Ja, die geben sich die komplette Riss. Die schießen ja letzte Runde zu dritt raus. Wieder das auch. Das war krank. Das wäre gut. Aber jetzt, ey, guck mal, jetzt greift er sogar hier noch an. Aber jetzt in ja. Komm, jetzt geht er aber da. Aber jetzt hat er es wieder. Guck mal, nein, jetzt packt es aber dann nicht. Ja, doch, aber jetzt hat er es. Junge, jetzt ist er wieder vorbei. Ist das krank? Niklas ist auf Platz 1, Danny auf Platz 4, aber die geben sich da vorne auch einen Riss. Das ist nicht mehr normal, ne? Das ist so eng, da wechseln so oft Platz 1, Platz 2, Platz 3 und dann wird es wieder komplett durchgemixt. Aber eben hat er so ein bisschen. Jungs, aktuell vorne so ein kleiner Viererkampf und zwei sind aus Team Venlo, also es sieht alles gut aus. Wir führen sogar immer noch mit Niklas und Danny ist auf Platz 4, also es sieht gut aus für Venlo, wenn das. Es sieht gut aus. Ja, aber die Hälfte ist jetzt bald rum. Ja, es kann natürlich auch alles passieren, aber es ist so ein enges, es ist geisteskrank. Jungs, Niklas, es gab eine Berührung, ne? Ja? Lass mir doch Platz, er hat er geschrieben. Ach so, ja, lass mir doch Platz, ne? Ja. Es ist so eng, ne? Oh, Scheiße! Ja, im nächsten Play, das ist aber einfach. Komm, nein, was machen die denn da? Nein, geh nicht zu viel Risiko! Oh! Boah, noch ein Safe. Wir haben gefahren. Ach du meine Güte. Jetzt ist er aber. Niklas, du. Ja. Junge, er hat und jetzt bring das Ding nach Hause. Oh, Patrick, geht ihn rein bei dir. Und jetzt bring das Ding nach Hause. Hey, Timau, ich sag dir ganz ehrlich, wir müssen die alle zurück. Ich glaube, das gibt richtige Ausschreitungen. Ja, das ist. Da ist so viel. Boah. Nein. Was fahren die denn da? Und er ist wieder vorbei, ne? Und Danny, schaut euch Danny. Oh nein. Ja. Nein. Danny, was hab ich gesagt? Hab ich was falsch gemacht? Geil. Vollgas, Patrick! Mega! Alter, ich bin geflasht. Männer, stark, Meister, ganz stark. Alter Junge, ganz stark, was war das denn für ein Ding? Ruhig bleiben. Digga, es war so krank, Alter, ne? Verrückt, Alter, wirklich. Aber sau stark, guck mal, von siebten Platz los und da vorne hin. Ja. Ich meine, am Ende, ich wäre ja Angst, dass du noch einen Crash baust, ne? Teilweise. Ja, also das einmal ist er über mich rübergeflogen, das war wirklich knapp. Ja. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Ich weiß jetzt nicht, wer daran schuld war. Ich glaube, ich war es nicht, aber naja, weiß ich jetzt noch nicht. Egal, trotzdem, Alter. Geisteskrank stark. Ja, von 7, 8 und erst von 6. Von 8 los, Meister. Von 8 los, ne? Ey, brutal. Ja, brutal. Ganz stark. Ey, aber auch generell, das Rennen zu verfolgen, ja, die ersten 4 Plätze war geisteskrank. Die 2 Plätze wurden ja, also ganz jetzt sind 2 weggedreht oder so. Ja. Nicht irgendwie treffen, immer zu viel getrennt und dann wechseln. Und dann bin ich zu Platz 4 und dann dachte ich so, okay. Ey, ich hab geguckt, noch 14 Runden, ich mach nix. Ja, war genau richtig. Ganz krankes Rennen, wirklich. 20 Minuten pure Spannung, Alter, da vorne. 20 Minuten, Alter. Aber dementsprechend weiter. Ja, egal. Punkte nach Hause geholt. Ganz stark. Immer wichtig. So weiter. Wichtig. Ja. 20 Minuten pure Gänsehaut gehabt, wirklich. Ich wechsle in 8 Minuten. Wirklich. Und die Unterhose. Halt krank gefahren. So, das zweite Rennen startet. Ist so ein Reverse-Rennen jetzt, also gerade die Plätze vertauscht. Unsere Jungs haben ja angefangen. Ich bin gespannt, wie es im zweiten Rennen jetzt läuft. Klack, 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 klack. Und da geht's los. Von der 7 gestartet ist der gute Danny. Und jetzt einfach auf Platz 1. Venlo auf die 1. Und Niki ist auch auf der 3. Das ist ganz einfach. Ganz stark. Oh, er greift immer an. Was machen wir? Warum ist er jetzt so aggressiv? Warum will er jetzt so ran? Alles vorbereitet, weil ein Überraschungsmoment. Digga. Ich weiß warum. Ich hab zu ihm gesagt, wenn der erste geht, gibt's den Moe von da drüben. Ach so. Der geht nochmal dran. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber wichtig, ne? Zweiter und dritter wird das. Ja. Ganz genau. Die Jungs sind durch. Oder die Mauer, die sind durch. Ich sag dir ehrlich, unsere ersten 2 Kinder haben wir durchgebracht. Wichtig, die andere bringen wir auch noch durch. Sie verhalte beim Felix das Klatschen, ne? Felix das Klatschen war jetzt. Bei mir ist vorbei. Ist vorbei schon. Oder hast du vielleicht gute Pferde noch im Stall jetzt? Kommen die jetzt noch? Greif nächstes Jahr wieder an. Die Saison ist vorbei. Ich fühle mich ein bisschen wie der Steiner. Ja. Wo ist denn unser Junge? Ich hatte am Ende noch ein bisschen Angst gehabt, dass du da nochmal in die Bresche gehst. Den Champagner gibt's auch so. Ich hatte Angst, dass du nochmal in die Bresche gehst. Wenn ich schlecht, ja.
Aber ganz stark, wirklich. Ja, ganz, also. Ich musste da vor mir schnell dann einfach nur. Ganz stark. Oh, Freunde, da wird nochmal analysiert. Nein, das geht gar nicht. Oh. Wenn der nachher weiterkommt wegen dem Move, dann fällt es richtig aus. Filmen wir noch ein paar Interviews. Tu dir bitte nicht weh damit. Großen Sachen kannst du kaum gehen. Das guckt man vielleicht auch mal so ein bisschen so, weißt du, so ein bisschen so. Dann wird es nach vorne, dann weiter nach vorne. Einmal die Bewertung der Haarfarbe des jungen Tonmannes. Es geht nicht um meine Haarfarbe, hier geht es um Racing, Junge. Nee, also die Haarfarbe ist schon so hervorragend. Wie? Dankeschön. Ja, ich glaube, ich gehe mal morgen shoppen. Geht? Okay. Ja? Ich hab auch ein bisschen Bild. Trendpotenzial. Okay, langt dann auch. Abgesetzt. So, Freunde, endlich. Es geht wieder weiter. Die zwei anderen Jungs fahren jetzt und wir hoffen, dass sie natürlich genauso gut abschließen. Was sagst du, Timo? Machen sie es? Die machen das. Übrigens, unser Mann hat sich wieder vorgekämpft auf Platz 2. Und Jano 4 jetzt. Ja, genau. Jano 4 ist auch krass. Ne? Wir sind komplett da. Vor allen Dingen hier, er zockt ja nie dieses iRacing. Er zockt ja immer Gran Turismo. Deswegen, also größten Respekt. Ne? Ja, Mann, das finde ich total. Ja. Mindset auch da. Komplett. Ey, Jungs, Steven hat so abgeliefert, ne, und jetzt im zweiten Rennen einfach rausgedreht. Fahrfehler. Das tut mir so leid für den. Ne. Da hat er eigentlich so ein gutes Mindset gehabt. Das ist hart. Platz 1. Mit 40 Punkten aus dem Team der Teasies Danny. Ey, Freunde, geisteskrank. Es haben einfach 3 Stück aus unserem Team geschafft. Ne? Ey, so einfach ist es. Also, Respekt, ey. Geisteskrank. Männers, hier nochmal, ne? Herzlichen Glückwunsch, also, dass du es so spannend machen musstest. Ne? Ganz stark. Das ist die Teasy-Dramatik. Ja, ja. Meister, also absolute Maschine, ganz stark abgeliefert. Und du auch, Maschine. Das war Wahnsinn. Ne? Ganz lustig. Das war das Mindset, Jungs. Das war das Mindset. Ja, Ende des Tages. Team Wendel. Das war die Einis. Ja. Ja. Ich sag euch ehrlich, wir haben es gesagt, wir sind mental und psychologisch sind wir da. Und das macht diese 200. am Ende des Tages auch. Das kann man auch mal in die Kamera sagen. Die haben nicht so viel wie die anderen mit Rennsport am Hut, aber haben trotzdem 3 rausgebracht. Hier oben, 200. Was ein Macher. Wahnsinn. Hey, das war auf der Gamescom genauso, weißt du? Den allerletzten Versuch. Ich stehe hier und guck bei Linz bei Robby auf die Karte, sehe dich da vorne stehen. Und denke so, ja, ich habe auf der Karte wahrscheinlich. Ja. Wirklich geisteskrank. Auch Jan hat eine ganz, ganz starke Leistung gezeigt am Ende. Ne? Leider nicht ganz gereicht, aber weiter war trotzdem stark, Meister. Ne? Vielen Dank. So, Freunde, die 2 Tage sind beendet. War ein sehr, sehr geiles Event, was E-Racer in Gemeinschaft hier mit Get Closer Racing auf die Beine gestellt hat. Die Simulatoren, ja. Genau, war wirklich saugeil. Auch die Location hier, ne? Richtig geil. Porsche, Ferraris, man hat wieder so viele neue Leute kennengelernt. Wir haben von 4 Teammitgliedern 3 Stück durchgebracht. Bei dem 4. war es sogar echt auch noch eng, beim Jan. Wir sind mega stolz, wir waren so ein bisschen die Außenseiter. Ne? Alle waren so ein bisschen Racing. Am Anfang dachten sie so, meine Teasies, ne? Da ist er doch schon. Ne? Da ist er schon. Können sie uns er wurde hier? Sogar Platz 1, weil wir haben sie mental fahren können, die Jungs. Aber mental wichtig, muss man sich fit machen. Ne? Und das haben wir geschafft. Sogar Tageschampion plus 3 Stück da drin. Jungs, wir sind over and out. Wir sind stolz. Ohne die Teasies wäre es safe nicht möglich gewesen. Ja, weil wir euch mental gepusht haben. Absolut geil. Aber man muss auch wirklich sagen, auch alle die Teilnehmer. Ja, ne? Sehr, sehr korrekt. Jeder, ob wir Felix, Jana, der Qualmedi, ne? Alle geisteskrank korrekt, ne? Muss man wirklich sagen. Auch um alles, es wurde um Essen, Getränke, es war wirklich, es hat an nichts gefehlt, obwohl so ein Drehtag teilweise 12 Stunden ging, war doch echt sehr lang, war aber geil, ihr könnt euch auch freuen. Der Frank hier, der Besitzer, ne? von dem Laden hier, ne? Auch so super herzlich, ne? Hier auch. Ciao. Ja. Autoforum Fliegenschuh, also wirklich alles, ne? Ihr wisst, Jungs, ne? Geiles Team gewesen, waren coole Tage. Und mega. Dann muss Team Wendler noch einen Sieg holen. Lass einen Daumen nach oben da. Muss. Wir schicken 3 Stück ins Rennen von 8. Wir holen den Titel nach Hause. Muss. Ciao. Ciao.